Hallo und willkommen zum Weg zur Hölle. Islam, ungelogen, die richtig echte Wahrheit. Denn nur hier werdet ihr nicht belogen. Überall sonst kriegt ihr nur Lügen zu hören. Ich bin Naim Rashidi, einfach ist es einfach mich Ike zu nennen, sehr kurz und prägnant, denke ich. Und wir reden hier beim Weg zur Hölle, Islam ungelogen. Über den Islam, weil wir denken, der Islam ist so also ein Gesprächsstoff, der behandelt werden muss, und zwar aus verschiedensten Perspektiven, so gut wie das möglich ist. Aber wir sind hier zwei Moderatoren. Mit mir ist Dr. Stefan Kees zugange hier. Als Atheisten, also nicht Gottgläubiger, reden wir über den Islam. Wir denken, es ist wichtig darum, weil zu viel einfach nur drumherum geredet wird und nicht wirklich der Kern des Islams eigentlich behandelt wird, was alles Islam bedeutet oder bedeuten kann zumindest. Beinhaltet, ja. Denn das Christentum, Judentum ist, denke ich, im deutschsprachigen Raum schon ziemlich ausgelutscht. Zwar kann man immer noch darüber reden, das ist nicht so das Thema, aber es ist so weit ausgelutscht, dass die Leute eher weniger jetzt für Jesus töten als zum Beispiel ein Moslem. Das ist nun mal einfach Fakt in der heutigen Welt, dass Moslems eher zum Schwert greifen oder zur Pistole in der modernen Zeit, als ein Christ jetzt für seinen Christus. Und was Atheisten bedeuten oder was dieses Wort Atheismus bedeutet, das wird uns jetzt unser Dr. Stefan Kees mal erläutern. Und was er unter dem Hauptbegriff Islam also alles versteht. Okay, ja, schönen guten Morgen. Achso, habe ich eigentlich Mikrofon? Ja, diesmal ist es an. Letztes Mal habe ich geredet, da habe ich gemerkt, Mikrofon ist aus. Also die Hauptaussage ist erstmal, dass das ein Atheist jemand ist, der hat einfach keinen Glauben an Götter. So, und das ist die einzige Aussage. Das heißt also, dass vielerorts gesagt wird, ein Atheist behauptet etwas, stimmt nicht. Ein Atheist behauptet gar nichts. Schon gar nicht, dass es keinen Gott gibt. Das wäre eine Wissensaussage. Und epistemologisch gibt es Glauben und Wissen. Und da muss man ganz klar unterscheiden, dass der Agnostiker über Wissen redet. Deswegen kann es gar keinen Agnostiker geben. Der Begriff ist also überflüssig. Oder wir sind einfach nur auf dem Glauben. Und beim Glauben ist es so, dass ich nicht glaube. Das heißt also, ich habe keinen Götterglauben. So, und das ist aber auch alles. Das heißt also, ich habe da nichts mit der Evolutionstheorie am Hut oder dem Ursprung des Universums, sondern ich glaube einfach nicht, dass es Götter gibt. Umgekehrt gibt es jetzt welche, die glauben, es gibt Götter, also die sogenannten Theisten, und ich bin der Atheist, also ohne Gott. Und die Theisten machen Aussagen, die stellen Behauptungen auf. Die sagen, es gibt einen Gott, oder sie glauben, dass es einen Gott gibt, zumindestens, und dass daraus bestimmte Nebeneffekte rauskommen. Und das ist etwas, wo wir uns jetzt die besondere, also unter diesen ganzen Göttern, die Geschmacksrichtung Islam aussuchen und sagen, genauso wenig, wie wir an Drachen und sowas glauben, glauben wir an den Gott des Islam. Und das ist auch ein ganz anderer Gott als der von den Christen. Das kann man jetzt alles ausgiebig diskutieren, warum das jetzt so ist. Aber wir kümmern uns da um die spezifische Geschmacksrichtung Islam. So, Islam hat jetzt einiges Besonderes, was andere Ideologien nicht haben, was andere Religionen nicht haben, was andere Gottesglaubensgemeinschaften nicht haben. Nämlich der Islam behauptet von sich, er ist das ultimative, beste, schönste, letzte. Das heißt also, die Anhänger des Islam sind die Ausgewählten, Ausgesuchten, die diese ganze Erde naja, gut, befehligen werden. Und da werden jetzt einige Aussagen gemacht, die mit der Religion, mit dem Spirituellen überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das heißt also, es gibt Aussagen, was jemand erbt, was eine Bestrafung ist, in welcher Höhe, für was, wie, wo bestrafe. Das heißt also, das hat nichts mehr mit Religion zu tun. Genauso wenig wie behandelt man Kriegsgefangene, wie wird Außenpolitik gemacht, was passiert in der Innenpolitik, was sind die einzelnen Gesetze. Das hat mit Religion nichts mehr zu tun. Das heißt also, der Islam ist zunächst einmal eine soziopolitische Ideologie. Einfach aufgrund der Tatsache, weil das Ziel des Islam ist die Einführung der Scharia. Und die Scharia
ist jetzt ein Regelwerk, das basiert auf Koran und Sunna oder irgendwelchen sekundären Texten, je nachdem, was für ein Typ Muslim man ist. Und die wiederum bestimmt, dass es ganz klar politisch ist. Danach kommt dann erst das Religiöse, nämlich das Spirituelle. Das heißt also, der Glaube, das ist ein, ich meine, das ist ein idiotischer Begriff, Leben nach dem Tod. Entweder es lebt oder es ist tot. Das geht nicht, man kann nicht nach dem Tod nochmal leben. Also die versuchen halt dann irgendwie auszudrücken, dass es nochmal ein Dasein gibt, irgendeine Daseinsform, die man aber weder überprüfen noch darstellen noch sonst irgendwas kann, nachdem man tot ist, weil die einfach nicht akzeptieren wollen, dass der Tod eine bestimmte Schwelle ist. Ich meine, man war früher tot, bevor man lebendig war, das hat man auch nicht gemerkt, aber nachdem man lebendig war, will man nicht so richtig tot sein. Also versucht man da noch irgendetwas nachzuleben, kapiere ich alles nicht. Gut, aber das ist halt so. So, und jetzt kommt aber dazu, dass der Islam nicht nur eine politische Ideologie ist und eine Religion, sondern es bestimmt die ganze Lebensweise. Das heißt also, die ganze Lebensauffassung, Lebenseinstellung, die ganze Ansicht der Welt, alles, was irgendwie passiert im Leben eines Muslims, wird bestimmt durch diesen Gott. Das heißt also, der kann noch nicht mal, wenn man dem eine Frage stellt und sagt, bitte erklär mal den Islam, kann ich sagen, also der Islam ist, sondern er muss vorher sagen, im Namen des allbarmherzigen Gottes und Und die Antwort der Frage ist, das heißt also, er muss alles in den Dienst und Wort des Gottes stellen. Und da kümmern wir uns halt drum und versuchen zu erklären, wie das kommt, woher das kommt. Wir versuchen, die Texte aufzuzeigen. Wir versuchen zu zeigen, wie man dem begegnen kann, wenn man damit konfrontiert wird. Um einfach nur zu zeigen, das ist in der Geschichte des Islam passiert. Und deshalb gibt es den Islam überhaupt. Weil der Islam ist nicht geboren worden, weil es einen Gott gibt, der gesagt hat, so, ihr müsst jetzt meine Botschaft weiterschicken, sondern wir sagen, es ist ganz umgekehrt gewesen, der Islam ist entstanden als Judentum 2.0, weil die Leute versucht haben, die eigenen Menschen unter Kontrolle zu bringen, damit die hier im Leben kämpfen, für ihren Gott natürlich, auch wenn sie das nicht wollen, so steht es im Koran zumindest, und sich für diesen Gott einsetzen. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie bestraft. Und wenn sie das tun, werden sie belohnt. Also Yin und Yang, immer diese Moment, da muss ich eingreifen. Es ist besser, der Koran sagt, es ist besser für sie, wenn sie es tun. Okay, das heißt also, wenn ich als Wahl habe, geschmort zu werden oder mit Weintrauben im Mund auf irgendeiner Chaise Longue zu liegen, ich glaube, das ist dann nicht besser oder schlechter, sondern das ist dann schon wirklich... Ich finde, da muss man schon differenzieren. Also wenn man anguckt, was mit den richtig Ungläubigen passiert, die brennen für immer. Aber diejenigen, die halt sich Muslime nennen und nicht wirklich kämpfen wollen, da sagt einfach der Koran, es ist besser für dich, wenn du es trotzdem tust. Er wird ja nicht so spezifisch, was passiert oder was ist besser und was ist schlechter. Das macht er nicht, das stimmt schon. Aber trotzdem sagt er zu den Muslimen, es ist besser für dich, wenn du kämpfst. Was aber genau dann, besser sein soll, das sagt er einfach nicht. Das ja ist doch, schon. Aber das musst du dann auch dazu sagen. Das heißt also, wenn er dann zum Beispiel stirbt, während er kämpft für den Islam und für seinen Gott, dann ist die Belohnung 10-mal höher oder 100-mal höher als die einer normalen Belohnung. Ich habe irgendwas im Hals, ich kann noch nicht mal richtig sprechen. Ja, aber das meine ich ja. Ich meine, was ist besser oder schlechter? Weil, ja, genau. Das musst du dann genau wieder ausdiskutieren und zeigen, was sind die Konsequenzen aus dieser Handlung. Naja, richtig. Ja. Aber er sagt zu den Muslimen, es sei einfach besser für sie zu kämpfen. Das wollte ich einfach ein bisschen mehr festhalten. Und was wir jetzt dann haben als Konsequenz daraus, ist, dass jetzt Muslime sich querstellen und nicht sagen, stimmt, ihr habt recht, wir sollten uns eigentlich eher an das 21. Jahrhundert anpassen. Die stellen sich jetzt quer und sagen, nein, das 21. Jahrhundert muss sich an uns anpassen. So, und im Augenblick tobt ja der Krieg, ausgelöst durch einen Muslim-Konvertiten, der jetzt wieder ausgetreten ist, der gemerkt hat, das ist nichts für mich. Der ist ja ausgetreten aufgrund der moralischen Bedenken, die er hat oder hatte.
Und da hat er jetzt ganz klar dargestellt, dass der Hauptgrund für mich war jetzt zunächst einmal, dass der Koran Sklaverei zulässt und dann auch noch Sexsklaven und dann auch noch propagiert, dass ein Mann einfach irgendwelche Sklavinnen sich nehmen kann, mit denen Sex haben kann, auch wenn die verheiratet sind. Und das hat er halt, na gut, sagen wir mal, detailliert und bis in die Tiefe hinein argumentiert. Und das stößt jetzt sauer auf. Und da ist jetzt im Augenblick jeder Muslim-Apologet irgendwie auf dem Trip, ich muss den jetzt irgendwie blöde aussehen lassen, ich muss den irgendwie persönlich angreifen, weil die haben ja, ich meine, der Fakt ist, dass das im Koran so steht. Da gibt es keinen Weg drumherum. Also versuchen sie jetzt, entweder den blöde aussehen zu lassen oder zu sagen, ja, aber es gibt ja auch noch andere Stellen im Koran, ohne zu merken, dass sie sich da fürchterlich lächerlich machen. Und das ist genau das, wo wir jetzt sagen, okay, gucken wir uns das doch mal an. Wenn jemand jetzt, und jetzt kommt der eigentliche Sinn dieser Sendung, wenn da jetzt jemand Fragen hat, warum tobt da jetzt eigentlich dieser Krieg? Was ist denn da jetzt eigentlich Fakt? Und da kommen wir jetzt wieder rein. Wir erklären das. Wir zeigen, wo der Koran herkommt. Wir zeigen die ganze Geschichte auf. Wir zeigen die Quellen. Wir zeigen, warum der Mensch, dieser Converted to Islam, in der Lage ist, das so zu sagen. Und was steht jetzt wirklich in den Texten? Warum? Wie kommt der eigentlich dazu? Und das versuchen wir aufzudröseln und ganz klar mit Fakten zu belegen. Das heißt also, es ist mir scheißegal, ob jemand meint und glaubt, dass es einen Gott gibt. Wenn jemand einen Gott braucht, um durch das Leben zu kommen und um durch den Tag zu kommen, ja, dann bitteschön, soll er das doch glauben. Jeder darf glauben, was er will. Nur die Konsequenzen aus diesem Glauben dürfen mich nicht behelligen. Und das ist das Problem, wo wir dran sind. Und da versuche ich gegenzusteuern und um den Leuten zu zeigen, ihr dürft glauben, was ihr wollt, aber die Konsequenzen dürfen andere nicht behelligen. Und das ist das große Thema und das versuchen wir zu machen. Und wir sind die Einzigen, die das können, weil der Kanalname sagt ja schon die richtig echte Ja, Wahrheit. eben. Also andere können das gar nicht. Ich meine, es steht so geschrieben. Und da muss es ja stimmen. Es ist ja logisch, oder? Hab ich 2 Minuten? Nochmals zwei. Nochmal Für zwei. was? Weil ich hatte gestern ein Wunder, ich hatte eine Stunde Street Epistemology. Das heißt also, ich bin in die Stadt gegangen mit meiner Frau. Meine Frau ist dann zu Einkaufen gegangen und hat gesagt, du hast eine Stunde Zeit. Habe ich gesagt, oh super. Und dann bin ich da prompt über so einen Lais-Stand. Also Lais, das sind die Leute, die diesen Koran verteilen. Ne? So ein Stand. Und da ist halt eine Theke, ein Tisch und links und rechts so Poster und Banner und alles In Mögliche. Berlin herum oder wo? Das ist, die stehen einfach irgendwo in der Fußgängerzone. Ja, aber in Berlin, weil als ich in Berlin war, hab ich leider keinen von denen Die angetroffen. stehen Das überall. In jeder Stadt stehen diese ich blöden habe halt keine gesehen. Ich habe aber dafür drei Christenstände gesehen. Leisstände. Okay, auf jeden Fall, Also. ich habe so einen Leisstand gesehen. So, und dann bin ich dann zu denen hin und habe gesagt, hallo, und ihr macht hier den Koran und bla bla bla, alles schön. Aber das heißt, ihr glaubt, jetzt habe ich das dann so gemacht, dass ich dann den einen etwas, weil der war aggressiv. Das war ein aggressiver Apologet, der nur sein Skript ablesen wollte. Das heißt, ihr könnt mir nicht erzählen, wo das Universum herkommt, also muss es einen Gott geben. Da diesen ganzen Scheiß. Und da bin ich nicht interessiert dran. Das ist mir zu albern, zu kindisch. Und der andere, ich meine, das sind alles junge Leute, die werden irgendwo frisch aufgegabelt, sind nicht besonders helle und so. Auf jeden Fall, dann habe ich mir den anderen genommen und gesagt, okay, sie glauben Gott und bla 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 und warum, wieso, weshalb. Und dann sind wir immer tiefer reingegangen und er war nicht in der Lage, sich davon zu lösen. Der ist immer wieder darauf zurückgekommen, auf das Universum und die Menschen, die ja nicht Zufall sein können. Da habe ich gesagt, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, was man selber glaubt und warum man dieses glaubt. Weil Wissen ist es nicht. Und dann sind wir erstmal gegangen, was ist Wissen, was ist Glauben, der Unterschied und so weiter und so fort. Und dann haben wir hinterher, dann nach einer Stunde, habe ich dann gesagt, okay, weil er hat dann angefangen zu denken. Und hat gemerkt, hier stimmt doch irgendwas nicht. Und dann hat er gemerkt, dass ich ihn verunsichere. Und nachdem die Pausen immer länger wurden, habe ich dann gesagt, okay, danke schön, hier lassen wir es. Wir können das ja nochmal wiederholen. Wenn ich das nächste Mal in der Gegend bin, dann gucke ich mal vorbei oder so. Und das hat dann wirklich dazu geführt. Und er hat mir dann gesagt, wow,
Das war das Anstieg, nee, er sagt, das war die anstrengendste Diskussion über den Islam, die ich je hatte. Der hat gar nicht gemerkt, dass wir uns gar nicht über den Islam unterhalten haben. Nichts, wir haben nichts über den Islam gesagt, sondern es ging nur um seinen Glauben. Und ich habe es tatsächlich geschafft, mich nicht ablenken zu lassen, sondern ich bin stur auf dem Thema Glauben geblieben. Warum glaubt ein Mensch, was er glaubt? Und das funktioniert dermaßen gut, das ist die Hölle. Du merkst richtig, wie nach der zehnmaligen Wiederholung, nachdem er so die wie sagt man, Knee-Jerk Reaction, die automatisierte Reaktion, erstmal dieses Aufbegehren und so, nachdem er das ein paar Mal gemacht hat, dann merkt, nein, das beantwortet das eigentlich nicht. Weil er hat immer wieder eine Behauptung aufgestellt. Er hat gesagt, okay, warum glauben Sie das? Dann hat er die nächste Behauptung aufgestellt. Er hat gesagt, nee, das ist ja jetzt eine neue Behauptung. Ich möchte ja wissen, warum Sie das glauben, was Sie gerade gesagt haben. Und habe das dann wiederholt. Und dann habe ich sehr oft gesagt, haben Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie jetzt gerade gesagt, und das funktioniert wunderbar. Dann, wie alt war denn der Typ? Etwa. 22. Boah, und du alter Sack hast den armen Jungen so malträtiert, ja, kognitiv. Ja, das war super. Hör mal, das hat mir 10 Jahre meines Lebens zurückgegeben. Merkst du nicht den Elan in meiner Stimme? Ja, das hat dein Ego richtig aufgewertet. Aber hallo. Und dann habe ich den zweiten genommen und der wollte das nicht. Der konnte das überhaupt nicht. Der hat also vom Intellekt, der hatte gar nicht die Möglichkeit gehabt, so weit nachzudenken. Für den war alles nur hier, wir haben die Wunder im Körper. Dann kamen die und haben diese Blättchen vom Bouquet rausgebracht. Ne? Dann habe ich gesagt, sag mal, seid ihr bescheuert? Da steht doch, da hat er die erste Seite aufgemacht und gesagt, hier, das sind die Dr. Moore-Zeichnungen, die sind da vollkommen Blödsinn. Gucken Sie sich das an, so sieht doch kein erstes Mal, so sehe ich ein Embryo und ein Leech, also so ein Blutegel, hat ganz andere Eigenschaften als ein Embryo, kann man also überhaupt nicht vergleichen. Dann kam er mit der nächsten Seite und ich sage, ach, das und das. Und dann kam der Aggressivere und sagt, wie kennen Sie denn da überhaupt irgendwas von? Wie sage ich, ja, natürlich. Das sind genau die Diagramme vom Bouquet und hier, das ist vom Dr. Moore. Ja, wer hat denn das gemacht? Der Dr. Moore hat das doch geschrieben. Und ich sage, nein, das hat er nicht geschrieben, das hat Zindani geschrieben. Wer ist denn Zindani? Dann sage ich, das ist ein Muslim, der in Kairo an der Al-Sawa und da weiter rausgeflogen ist, weil er zu aggressiv war und dann in Arabien gelandet ist und da dann viel Geld für die Leute gebracht hat und sich solche Leute gekauft hat. Ja, wo kam der denn her? Sage ich, aus Jemen. Aha. So, und dann war irgendwann Schluss bei ihm. Hat er gemerkt, ich kenne mich aus, er kommt auf dem Trip nicht weiter. Und dann hat er dann umgeschwenkt und ist dann auf das übliche, ja, Universum und muss doch entstanden sein und so. Herr Dr. Also Stefan Kees, so, ich prophezeie, dass an diesem Ort, den du besucht hast, dort kein Stand mehr sein wird. Der ist jetzt verflucht, der ist jetzt unrein. Nee, nicht unrein, ich denke, die werden sich, ich glaube, die werden sich denken, der Typ kommt sicher wieder hier vorbei, weil er weiß, wo wir sind. Also gehen wir an einen anderen Ort, damit er uns nicht mehr so leicht findet. So habe ich das Gefühl. Das war so klasse, echt. Ich fand es halt schade. Er hat mir gesagt, ja, aber der Koran ist perfekt. Sag ich, nein, Quatsch, es gibt hunderte von Fehlern da drin. Oh, zeigen Sie mir einen Fehler. Aber ich sage, nein, das interessiert mich jetzt im Augenblick nicht. Ich mache jetzt erst das. Und dann eine Stunde später habe ich gesagt, ach so, Sie wollten ja noch einen Fehler im Koran haben. Hier, schlagen Sie auf, Kapitel 6, 151, lesen Sie mal vor. Was heißt Haram? Wissen Sie, was Haram ist? Ja, es ist verboten. Sag ich, lesen Sie mal 651, es ist verboten. Da sage ich, stopp, was steht da? Gut zu den Eltern zu sein. Sag ich, es ist also verboten, gut zu den Eltern zu sein. Nein, da steht, dann sage ich, okay, tschüss, viel Spaß beim Lesen im Koran. Ich bin habe mich umgedreht und bin gegangen. Ich glaube, die blättern heute noch nach dem 651 und versuchen, da eine Erklärung zu finden. Ich glaube nicht, dass die eine große Erklärung finden. Wollte ich noch sagen? Ich habe fertig. Das war mein Erlebnis. Ich fand es halt schade, weil als ich in Berlin war, hatte ich einfach keinen von diesen Koranständen gesehen. Seltsam, nur halt, wie gesagt, überall. Nur drei Christen, kleine Christenstände habe ich angetroffen. Und ich habe so einen schönen Pullover und auf dem steht, Gott ist ein Psychopath. Und als ich an den Zeugen Jehovas, also alle drei haben mich ziemlich sicher gesehen, alle drei Ständen.
Aber nur bitte nicht ich, bitte nicht ich. nur der Zeuge Jehovas stand, der eine Typ hat richtig drauf geglotzt und hat mich dann kurz angeschaut und ich habe gemerkt, er wollte irgendwie was sagen, aber hat sich dann doch irgendwie nicht getraut und dann bin ich halt einfach weitergegangen. War lustig und ich hätte halt gerne gesehen, so ein Lies stand. So, jetzt zu den News, bevor wir hier nebenbei, bis ich das Fenster finde. Wie sieht es mit deinem Aphilatelismus aus? Läuft er gut? Ach so, das habe ich gar nicht erklärt. Also der Begriff Atheismus ist ja schon bescheuert genug. Das heißt, doch, du hast es schon erklärt. Ich will nur wissen, wie es mit einem Aphilatelismus aussieht. Ja, und daraus kommen dann von dem Atheisten kommen dann Leute mit noch schlimmeren Sachen, nämlich dann dem Atheismus. Und da wird es dann völlig idiotisch, weil ein Ismus ist als Atheist gar nicht möglich. Das heißt also, ich kann nicht dem Atheismus frönen, genauso wie wenn ich keine Briefmarken sammle, ich ja nichts tue. Und wenn ich nicht an Gott glaube, tue ich nichts. Und das Nicht-Briefmarken sammeln verbraucht relativ wenig Zeit in meinem täglichen Ablauf. Das heißt also... Ich frage aus dem einfachen Grund, weil Jörn Schneider, ein sehr heftiger Kommentator auf Weg zur Hölle, er gehört mit seinen Kumpels zu einem Affiliatelisten-Club. Und ich habe ihn auch gefragt, wie viele Alben sie schon voll haben. nicht echt, nein. Wie viele Alben sie schon voll haben? Er sagt, ja, da verliert man den Überblick. Und ich wollte halt fragen, bist du auch in so einem Club, der gar nicht existiert? Und da geht es eben genau. Und da merkt man dann, wie idiotisch das ist, weil es gibt ja auch keinen A-Rassismus oder sowas. Und um es ganz absurd zu machen, kommt dann halt dieser Aphilatelismus. Das heißt also, der Kult des Nicht-Briefmarkensammelns, der ganz aktiv Nicht-Briefmarken sammelt. Und das 24 Stunden lang. Also ich habe, keine Ahnung, schon hunderttausende Alben voll nicht gemacht. Naja, genau. Und das ist, da merkt man mal, wie idiotisch das ist. Aber die Leute, die irgendwie denken die nicht daran. Und das ist dann, und da gibt es dann so Möchtegern-Philosophen wie den Gary Edwards, der sagt, nein, wir müssen als Atheisten zu dem stehen, was wir sind, wir müssen da noch mehr Inhalte reinbringen. Der ist Panne, der ist idiotisch. Das ist doch genau der Punkt. Als Atheist mache ich keine Behauptungen. Nee, stelle ich keine Behauptungen auf. So. Ah, das ist super. Ich begrüße noch den Dirk, der hat sich hier eingeschaltet. Hallo. So, die vier News habe ich hier noch, die gehe ich kurz durch und dann mache ich meine kleine Geschichtsstunde, weil wir befinden uns ja immer noch in der islamischen Staatenbildung bzw. in der Historie des Islams, wie der sich verbreitet hat. Islamisten schneiden Priester die Kehle auf. Das ist ein Fall in Frankreich passiert und der erste Fall, der eigentlich wirklich ziemlich unwiderlegbar mit dem Islam irgendwie verbunden ist, weil, naja, wieso geht man sonst in der Kirche und tötet da die Gläubigen, weil das Einzige, was hier anscheinend bekannt ist, dass die wirklich Parolen aufgestellt haben über den islamischen Staat, also Daesh etc. Und dann Kehlen aufschlitzen, das ist ja eben so die Spezialität dieser Gruppierung, kann man sagen. Und ja, das war, denke ich mal, eine sinnvolle News, die man dann mit Islam wirklich verbinden kann. Nicht so wie die Attentate von München und Würzburg oder Würzberg oder wie der Ort hieß und Nizza etc., weil die haben irgendwo durch einfach keine richtige Verbindung zum Islam aufstellen können. Da gab es nur Verschwörungstheorien von Regierungsseiten her und das finde ich dann bescheuert. Aber dieser Fall hier scheint relativ eindeutig zu sein. Das Einzige, was mich dann gestört hat, war dieser Absatz hier. Kein Tag in Europa vergeht ohne einen islamistischen Anschlag. Über die Hintergründe und zahlreichen Beweise für weitere Terroranschläge berichtet die kommende Ausgabe des Wochenblicks. Also diese kein Tag in Europa vergeht ohne islamistischen Anschlag, da, wie gesagt, das halte ich einfach für komplett falsch und regelrecht gelogen, weil man weiß, dass einige Fälle gar nichts mit Islam zu tun haben. Ihr könnt euch jederzeit hier melden, zu Wort melden, wenn euch was einfällt. Koranverteiler predigen jetzt mit Megafon.
Ja, das sind eben so solche Stände, wie der Stop Spamming uns gerade berichtet hat. Und die haben irgendeine Art Schlupfloch gefunden, Nee, weil. nee, das ist genau der. Also das, genau so ist das. Also das ist nicht nur so einer, sondern die, so sehen die alle aus mit diesen roten Dingern. Und da steht dann dran, die verteilen den Koran. Nur wenn man die dann anspricht, dann merkt man, ach nee, die verteilen ja gar nicht den Koran. Weil da steht dann nur drauf, die ungefähre Bedeutung des Koran, weil der Koran ja nur in Arabisch sein kann. Jedenfalls, die haben jetzt ein Schlupfloch gefunden, ein Schlupfloch darum, weil die Stadt hat denen verboten, den Stand aufzustellen. Aus was für Gründen auch immer, verstehe ich zwar auch nicht. Und das Schlupfloch ist dadurch, dass sie einfach die Polizei denen gemeldet haben, dass sie eine Versammlung abhalten. Und die einfach diese Versammlung angekündigt haben und dann hat sich das ganz demokratisch auch irgendwo durchgeregelt, was ich doch einen ziemlich klugen Schachzug finde, weil wenn man das dann verbietet, dass man Versammlungen verbietet, dann wird es kritisch mit der angeblichen so freien Welt in der Demokratie bei uns. Da haben sie ein gutes Schlupfloch gefunden. Muss man sie vielleicht loben, dass sie dieses so ein Schlupfloch ausnutzen, wenn man das so nennen will. Hallo erstmal. Hallo? Ja, ganz leise hört man so ein Dirk Ich wollte gerade irgendwo am sagen, Hintergrund. irgendwas hat man da so gehört. Ich kann dich ein bisschen lauter machen. Ja, jetzt wird's besser. Sag noch mal was. Wird besser, ja. Ja, Ja, ich jetzt habe gerade denke ein ich. neues Headset. Das muss man erstmal wieder einstellen. Ja. Also versteht man mich halbwegs, Oh, nimm mir ansonsten. wieder runter. Jetzt ist es laut. Jetzt bist du, glaube ich, nah am Mikrofon dran, ja. Ja, okay. Also diese Koranstände, die sehen ungefähr so aus, ja. Also bei mir gibt es sowas nicht. Ich weiß gar nicht genau, wie die aussehen. Genau so. Also immer Ja, mit die haben diesen immer so roten ein Dinger Zelt. links und rechts und dann haben die normalerweise entweder diese kleinen Tische, wo da drauf die Korane postiert sind, links und rechts, neben dem Haupttisch. Oder die haben mittlerweile so Bücherständer. Das heißt also, die kommen mit so einem kleinen Handkarren und darauf ist dann alles draufgebaut und dann kommen dann diese kleinen Bücherstände und die haben mittlerweile Korane in allen möglichen Sprachen dabei. Oh, so extra flüchtlingsangepasst, mehr oder weniger. Ja, genau. Sogar in Russisch. Naja, Ja, die haben warum nicht? Russisch, Albanisch, Türkisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Und letztendlich steht. Mazedonisch, also einfach, glaube ich, Bosnisch, Mazedonisch, halt diese Sprachen. Also sie legen sich da schon ziemlich in Zeugs. Das kann man denen nicht vorwerfen, dass sie da nicht sich einsetzen für. Ja, nur die Sache ist, wofür? Das heißt also, was ist der Sinn und Zweck und was ist das Ergebnis? Und das ist jetzt genau das Problem. Der Sinn und Zweck ist ja, dass die sagen können, als Propaganda, wir haben in jedem Haushalt jetzt einen Koran. Und die Hoffnung ist halt, dass man den Koran, weil er ja völlig unverständlich ist, deswegen zu einem Imam geht und fragt, was steht denn jetzt hier eigentlich? Und dass sie dann den Haken einmal im Fleisch haben und dann die Leute reinziehen können. Naja, wenn man irgendwie ein klar denkender Mensch ist und bereits in Sure 2 drin steht, ja, hier bringen alle Leute um, die halt nicht deinen Glauben haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich effektiv ist, oder? Die meisten lesen das ja nicht. Das ist ja das Problem. Die bleiben ja schon im ersten Kapitel hängen und sagen, hä, das verstehe ich nicht. Und entweder sie schmeißen den dann in die Ecke oder sie sagen, nee, ich möchte mehr wissen. So, und da ist es jetzt so, dass ja die Begleitmusik heißt, das ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das heißt, Ja. wenn du das nicht siehst, dann bist du derjenige, der es nicht versteht. So. Ganz einfach, ja. Und das ist Du jetzt endlich glaubst. Ja. Westdeutschland sozusagen jetzt überall, wo die Leute jetzt rumrennen. Weil hier bei Nee, nee, mir. überall in Europa. Ach so, ist schon so weit, ja. Oh, toll. Und das Ganze ist von Ja, Saudi-Arabien letztendlich finanziert. Oder wo kommt das Geld her? das Ja, weiß man nicht das so sagt man. genau. Das ist der sogenannte, der Kölner da, dieser Abu Naci, Ah, ja. Ibrahim sonst irgendwas. Der ist kompletter Idiot, aber der hat sich irgendwie Geld besorgt. Wer das jetzt letztendlich finanziert, das sagt er nicht. Aber. Ja gut, ich meine, dass es aus Ägypten kommt, das wird ja nicht schwer zu eruieren sein.
Es ist wirklich schwer zu sagen. Es könnte sein, dass es das Geld von Katar kommt oder direkt von Saudi-Arabien oder von Ägypten oder besser gesagt über Ägypten irgendwie, weil die Bücher werden in Polen, glaube ich, auch gedruckt. Also da umgeht man auch. Mittlerweile, weil die deutsche Druckerei gesagt hat, danke, nein, danke. Ich Das ist ja glaube, die ironisch, dass würden das ausgerechnet sogar. die Polen das machen, die ja konservativ und katholisch sind. Na, Nein, wenn die es sind ja ums Geld. tolerant. Wenn es ums Geld geht, Geld verdienen, ist das in Polen, glaube ich, dann schon wieder ziemlich egal. Aber in Deutschland sind, glaube ich, weil er eben die Finanzen nicht preisgibt, woher das kommt, ist es einfach verboten, soweit ich das noch in Erinnerung habe, in Deutschland überhaupt zu drucken zu lassen. Das ist sein Ich Problem. finde es ja interessant, dass die Justiz nicht irgendwie mal nachschaut, weil an sich könnte man ja doch irgendwie eruieren, dass das möglicherweise auch negative Folgen hat. Ja. Nein, Ich die finde ich find's Justiz. lächerlich. So, Ich mach finde es weiter. lächerlich, weil ich meine, der Koran ist wirklich nichts Spezielles. Also diese Übersetzung ist nichts Spezielles. Also du kannst die Ahmadiyya-Version nehmen oder die Rudi Paret-Version oder die Azhar-Version. Also es spielt wirklich keine Rolle, da wenn einzelne Wörter ein bisschen ausgetauscht sind oder der Satz ein bisschen anders strukturiert ist, aber der Inhalt ist genau der gleiche. Wirklich, also die sind jetzt nicht brutaler oder gefährlicher für einen Verstand. Nö, Keineswegs. nö, darum Sind die geht es ja nicht. Es geht mir verfassungsfeindlich? ja nicht um den Koran sozusagen, dass die verteilt wird, sondern dass die Leute, die da halt an dem Stand stehen, dass die halt immer mehr halt, naja, in die Salafismus-Szene abrutschen oder sonst irgendwie kaputt werden. Weil sie halt in Ja, dieser kann Gruppe sein, drin aber sind, ja. auch das weiß man nicht genau, ob die einfach nur gerade für eine Woche vielleicht Konvertiten bleiben und sich da einsetzen oder für einen Monat und dann wieder abkommen, wenn sie mal den Koran selber gelesen haben, den sie da verteilen. Oder ich komme vorbei. Oder Oder. so einer wie der kommt vorbei, genau. Ja, das würde ich gerne mal wiederleben. Das ist bestimmt sehr lustig. Für Glauben, Sterben und Töten. Türkischer Hardliner-Imam schockiert Niederlande. Oh, der schockiert ihn. Er hat einfach die Meldung herausgegeben, dass er halt für den Islam töten würde. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Riesenschockmeldung meiner Meinung nach, weil er ist jetzt nicht der Erste, der das behauptet und sagt und tut. Oder tun würde vielleicht. Was mich an dem Artikel dann ein bisschen wieder einfach irritiert hat, dass ich es sehr heuchlerisch fand, war, der Moscheenrat ging zu der Äußerung Celiks auf Distanz. Wir sind mit der Erklärung des Imams, die der eines muslimischen Predigers unwürdig ist, nicht einverstanden, wurde der Ratsvorsitzende von Daily Mail zitiert. Und damit vertrete der Ratsvorsitzende die Meinung der gesamten türkischen Gemeinde Dieren. Unwürdig für einen muslimischen Prediger. Also das Töten für den Glauben. Ist also in seinen Augen auch Mohammed unwürdig gewesen, dass er das so propagiert hat, für den Glauben zu töten? Oder betreibt man da wieder einmal langweilige Rosinenpickerei nach einem eigenen Gutdünken, das im 21. Jahrhundert angegliedert ist? Man weiß es nicht. Hör mal, aber ich sehe gerade hier, Schweden wird islamische Geistliche staatlich ausbilden. Die haben es kapiert. Die haben es kapiert. Das darf nicht irgendwie offen und frei sein, sondern es muss reglementiert sein. Da muss ein ganz klarer Curriculum erstellt werden. Und die müssen genau das den Kindern beibringen, so wie jedes andere Fach auch. So muss es gemacht werden. Nicht so, wie das die Deutschen machen, die sagen, wir müssen jetzt überall Muslime hinstellen, die den Leuten den Islam erklären. Das ist das Idiotischste, was es überhaupt gibt. So muss es gemacht werden. Ah, ich würde jetzt nur der Überschrift nicht zu viel Gewicht beimessen, weil die Österreicher haben ja das auch beschlossen, dass das alles verstaatlicht werden soll und einen österreichischen Islam geben soll. Aber es scheint, und das ist vor mehr oder weniger einem Jahr jetzt her, seit die das Gesetz auf die Beine gestellt haben, und es will einfach nicht klappen, nicht wirklich, weil sie nicht einverstanden sind, die Türken, nicht mit den Aleviten insgesamt oder den Schiiten oder der Ahmadiyya. Also Ja, du musst da stur sein. Du musst sagen, scheiß drauf, ihr macht das so, wie wir das wollen oder gar nicht. ja, Dann bin ich aber man auch der müsste. Meinung. Letztendlich sollte man den Leuten nur ganz klar sagen, so, hier, wir sind jetzt hier in diesem Land, hier ist es halt so und so und jetzt geht es halt so. Ihr haltet euch gefälligst an das Gesetz, wie es hier ist. Genau, so ist es, fertig.
Wäre schön. Jedenfalls, wenn Männer auch so... Warum wäre das schön? Wir reden ja die ganze Zeit darüber, aber warum macht man das nicht einfach in der Politik? In der Politik sollte man doch einfach mal sagen, hier, so, jetzt, so ist es. Ja, das ist ja dann die Toleranz der Intoleranz. Das ist ja das Schlimme. Wir sind ja in der heutigen, sagen wir mal, westlichen Welt so aufgeschlossen, dass wir sagen, wir müssen tolerant gegenüber allen anderen sein, egal wie intolerant die sind. Und deswegen tolerieren wir ja auch diesen ganzen Scheiß, weil wir nicht öffentlich sagen dürfen, ihr seid Arschlöcher. Oder genauso wie es kamen immer wieder Leute an den Stamm, die gesagt haben, ihr Muslime gehört nicht nach Deutschland. Da habe ich den Leuten gesagt, nein, Muslime gehören nach Deutschland, aber der Islam gehört nicht hierher. Das ist der Unterschied. Ihr müsst unterscheiden zwischen Islamismus und Muslimen. Ihr dürft nicht jeden Muslim jetzt bezichtigen, dass das eher ein Terrorist ist. Das geht nicht. Und nein, das ist eben der große Unterschied. Der Meinung bin ich auch. Du hast ja wahrscheinlich eher Erfahrung. Du bist ein weit gereister Mensch offenbar. Du bist in vielen Ländern unterwegs gewesen. Wie ist denn das da mit der Toleranz? Ist das irgendwie ein bisschen anders? Oder? Das ist unterschiedlich. In Saudi oder in Afghanistan ist die Toleranz gleich null. In anderen Ländern wie in Emiraten, also den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie Dubai, Abu Dhabi und so weiter, ist die Toleranz sehr groß. Und wo du eigentlich mehr oder weniger machen und tun kannst, was du willst, ist Katar. So. Das ist also alle Abstufungen von 0 bis 100. Das ist ja hochinteressant. Es wäre interessant, das einfach mal so größer in den Medien mal zu hören von jemandem, der das halt so kennt und der einfach mal ganz klar die Meinung sagt. Und das wollen die ja nicht hören. Ja, ja, das weiß ich auch. Das ist nicht, ich bin nicht politisch korrekt. Das heißt also, ich sage ganz klar, also ich rede Tacheles und das wollen die nicht. Die wollen eher weichgespültes Gesäusel haben, ist ja alles lieb und ja, das sind ein paar Ausnahmeleute und bla bla bla, bloß nicht die Muslime hier im Land als die Terrorverdächtigen hinstellen. Dabei ist das ganz schnell geklärt. Aber ja, eben. Die mögen ja selber nicht die Leute, die bei ihnen durchdrehen. Da könnte man ganz viel besser mit den Leuten zusammenarbeiten, man einfach sagt, hier so ist es und jetzt... Passt mal auf, dass ihr euch alle gut benehmt und die sich nicht benehmen, die müssen halt ganz schnell halt bei der Polizei angezeigt werden und die müssen halt rausgeschafft werden. Nee, die fliegen raus, ja, fertig. Easy. Und so sieht unser Dr. Stefan Käse aus, wenn er in Saudi-Arabien unterwegs ist. Ja, meine Frau hat sich sowas gekauft, so als Karnevalsgag, aber das ist schon enorm. Also ich finde das klasse, das hat ja in Australien einer gemacht, da sind ja die Muslime auf den losgegangen, weil die das nicht tolerieren, ne? Ach so, dass sie verarscht werden. Hier geht es aber nicht um Verarsche, hier geht es um Solidarität. Und zwar aus Protest gab es vor einiger Zeit eine Iranerin, die, glaube ich, in den USA lebt. Die hat einen Hashtag ins Leben gerufen. Ich finde zwar die Hashtags allgemein, diese Social-Media-Kacke, wie ich es schon definiere, als Kacke. Aber irgendwann hat sie hier so einen definiert, My Stealth Freedom. Das heißt, meine verstohlene Freiheit. Und die plädiert einfach dafür, dass im Iran mal endlich wieder Vernunft eintrifft und zwar weg mit der Kopfbedeckung etc. Und da gibt es also eine Initiative von Männern, die zu ihren Frauen stehen und sich selber mal einkleiden, wie ihre Frauen es auf der Straße müssten. Und ich finde das eine gute Aktion. Also Wenn mehr Männer zu den Frauen so stehen würden, dann könnte sich da eher schneller was ändern und das Ganze wieder sich normalisieren, bevor da der Khomeini an die Macht kam. Ja. Das ist ja das Schöne. Frauen müssen tragen dürfen, was sie wollen. Das sagen doch die Muslime immer. Und jetzt, wenn Männer dann sagen, ich will das auch tragen. Nee, das darf sie nicht. So, das entlarvt was richtig schön, die Heuchelei. Gibt's noch was zu den News? Weil sonst gehe ich rüber zu der Geschichtsstunde und mittendrin wird unser Dr. Stefan Kies sowieso dann verschwinden, weil heute Hockenheim und brumm und ist für mich genauso bescheuert wie Social Media Kacke. Aber da hast du so viel Taktik. Ja, für ihn schon, für mich nicht. Naja, jedenfalls. Für mich auch nicht. Neues Bild. Ich erkläre euch das mal irgendwann. Mach das ruhig mal. Du hast das schon erklärt, ich brauche diese Erklärung nicht. Du kannst ja mal Street Epistemology bei mir anwenden und gucken, warum ich den Gottes des Formel 1 so oder den Echo Stone anbete. Also bist du doch kein Atheist.
Was für ein Motorrad so ein Formel-1-Wagen? Wie nennt man die? V, was auch immer. Oder was für eine Bezeichnung hat so ein Formel-1-Automotor? Weil das ist eine echte Frage. Ja, weil ich kenne mich doch nicht aus mit den Dingen. Nein, das sind, also wir haben ja mal bei V12 angefangen, dann ging das runter auf V10, V8, V6 und jetzt sind wir bei kleinen Motörchen angelangt, die aber durch einen 160 Kilowatt Elektromotor unterstützt werden, sodass man untenrum, solange der Turbo noch nicht zulegt, richtig Dampf hat durch den Elektromotor, dann obenrum der Turbolader richtig Dampf bringt, sodass wir also mittlerweile ein System bei knapp 1000 PS angekommen sind. Und deswegen einen Aber das 600 ist ja. Kilo Formel 1 Rennwagen sehr schnell katapultieren und vor allen Dingen, dass die Downforce, also dass die Aerodynamik, die Autos können ja auf dem Kopf fahren, weil die so viel Anpressdruck haben, dass die so auf die Straße gedrückt werden, dass die auch in den Kurven 180 fahren können, wo ein normales Auto höchstens mit 50 durchkommt. Aber das wie ich das sehe, ist das doch Häresie, wenn man den V12 ablösen will durch neue V10, dann V8. Das sind ja alles Heretiker, die müsste man doch überfahren, meinst du nicht? Ja, natürlich ist das so. Aber die Sache ist, man geht mit der Zeit und sagt, wir müssen downsizen, wir dürfen nicht mehr so viel Sprit brauchen. Wo früher 100 Liter auf 100 Kilometer üblich waren, ist es Aha. mittlerweile runter auf 20 Liter auf 100 Kilometer Also vielleicht. Rosinenpickerei, damit es an die Neuzeit angepasst ist, okay. Das ist ja fantastisch, das sollte man mal den Grünen erklären, dass halt die Formel 1 halt mit Elektromotoren fährt. Das wäre total super, da könnte man das viel besser vermarkten. Ja, nee, es gibt ja mittlerweile auch die Formel E. Nein, aber der Punkt ist, dass ja die Formel 1 so, auf Englisch sagt man, das ist so ein Testbed. Das heißt also, du hast eine Umgebung, in der geforscht wird mit wahnsinnig viel Aufwand, was neue Technologien hergeben können. Das heißt also, diese ganzen Fiber, also diese ganzen Carbon Verbindungen, die es da gibt mit diesen ganzen Verbindungen. Das ist die absolute Hölle, was die mittlerweile für eine Stabilität haben. Und wir sehen das ja an den Flugzeugen. Guck dir den Dreamliner an, den 787. Der verbraucht dermaßen viel weniger als eine 747 vor 30 Jahren. Das ist fast unten die Hälfte runtergegangen. Mit Ja, einem aber in Preis-Neuen. Al-Andalus gab es keine Formel 1. Sorry? In Al-Andalus gab es keine Formel Ja, 1. Da gab es Spielverderber. keine Formel, aber da ist der Grundstein gelegt worden, weil alles, was wir heute haben, geht alles zurück auf Al-Andalus und die tollen muslimischen Wissenschaftler. Genau. Jedenfalls, die letzte Geschichtsepisode endete damit, dass die Umayyaden anfangs des 8. Jahrhunderts ganz Nordafrika unter ihre Fittiche bekamen. Und 711 überquerte man die Meerenge zwischen Afrika und Spanien. Toledo wurde eingenommen und das war der Beginn der Herrschaft der Muslime in Al-Andalus. Wie Georg Boson in seinem kleinen Buch Das maurische Spanien schreibt, es begann als Beutezug, endete aber in dauerhafter Herrschaft. Die muslimischen neuen Landsherren konnten doch recht frei wüten und innerhalb eines Jahrzehntes die ganze Halbinsel als zum Reich zählend betrachten. Naja, nicht die ganze. Die Nordländer und im Westen war einfach anscheinend irgendwie unattraktiv. Lediglich im Norden formte sich ein Widerstand. Zunächst von einem zuvor noch paktierenden, später aber zum Guerillakämpfer gewandelten adligen Anführer namens Pelayo. Pelayo, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Hauptort seines Widerstands war das mit der Zeit immer höher gestellte und fast schon mythosartige geformte Covadonga oder Covadonga. Und es soll auch heute noch Wallfahrtsort der Katholiken sein. Die arabischen Besatzer konnten aber sich in ihrem neuen Al-Andalus gut behaupten. Doch es dauerte nicht allzu lange, da begannen die Spannungen im Inneren größer zu werden. Denn man muss festhalten, die Oberschicht waren Araber, also die herrschende Schicht war immer Araber. Als Herrscher aus speziell die Syrer um die Umayyaden herum. Dann kamen die arabischen Brüder aus dem Jemen und erst zum Schluss die unterworfenen Berber Nordafrikas. So war das einfach mehr oder weniger strukturiert. Zuoberst die Umayyaden als absolute Elite, als
Kalifen noch zu der Zeit, dann quasi Araber insgesamt, dann die Jemeniten, die zwar eigentlich auch Araber sind, aber irgendwie ein bisschen abgekapselt wurden, aber mitkämpften, und dann zum Schluss halt die Berber aus Nordafrika, die sich ja angeblich völlig komplett untergeordnet hätten, freiwillig dem Islam. Besonders die Nordafrikaner wurden lange nur als günstige Soldaten betrachtet und hatten bis auf militärisch interessante Posten keine sonstigen Aufstiegschancen bei den Umayyaden. Al-Andalus war für Umayyaden überlebenswichtig, denn die Abbasiden entzogen das Kalifat in Damaskus diesen, und eine neue Epoche mit neuen Führern war in Damaskus bzw. Irak ausgerufen. Hier habe ich kurz eine Grafik versucht aufzustellen. Das war dann eben so bis 755 noch alles Umayyadenreich sozusagen. Also sprich, die Welt war heile für die Umayyaden, und dann kamen die Abbasiden plötzlich und dann sah die Welt nicht mehr ganz so heile aus. Die Kämpfe waren hauptsächlich in Syrien und Irak, gingen die vonstatten, und beendet wurden die dann so angeblich 759, und dann sah die Welt halt ab 760 angeblich dann so aus. Sprich, die Umayyaden waren einfach weggedrängt worden, und es war nur noch das Abbasidenreich quasi, das neue Abbasidenkalifat vorhanden. Und so bildeten sich nun die zwei Kalifate ganz am Anfang. Das war aber nur eine ganz kurze Übergangsphase. Eines, das Recht der Nachfolge Mohammeds aus Andalus gesteuert wurde, und das andere in Syrien und im Irak durch die Abbasiden. Dies verflog aber recht schnell, da Abd al-Rahman oder Rahman, ein umayyadischer Prinz, der eben von Damaskus nach Spanien floh, sich als Emir von Spanien deklarierte. Emir ist einfach ein Stadtverwalter oder Gouverneur, wenn man so will, von einem kleinen Reich, hat nicht mehr die religiöse Nachfolge dieses Kalifat darstellt. Und somit die Kalifatenmacht der neuen Herrscher in Syrien akzeptiert, also von den Abbasiden. Vermutlich nur deswegen, damit diese ihn in Ruhe ließen, hat er quasi den Kalifentitel aufgegeben. Und das taten sie auch zum größten Teil. Denn die Umayyaden konnten in Al-Andalus die Meister bleiben und die Herren über die Al-Andaluser, wenn man dies schon so nennen will. Das Kalifat, gesteuert vom neu gegründeten Bagdad im Irak aus, sandte eine militärische Mission, die Umayyaden in Spanien erfolgreich die Umayyaden in Spanien konnte diesen aber erfolgreich abwehren. Kurz darauf kam es 778 durch Rebellen, die die Hilfe von Karl dem Großen erhielten, zu einer weiteren Auseinandersetzung. Diese wurde aber gewonnen und Karl musste eine Niederlage hinnehmen, vorläufig. Abd al-Rahman betätigte sich im ersten Moscheebau in Cordoba. Cordoba, das habe ich hier auch eingezeichnet, ziemlich zentral gelegen in Spanien. Er legte somit den religiösen Grundstein in Al-Andalus, was die Bauvorhaben anbelangt, und dem heute so hochgelobten, angeblich überaus friedlichen Islam in Spanien mit dem propagierten Wissenszentrum Cordoba. Doch friedlich war es nie wirklich in Spanien, seitdem Muslime einmarschierten. Bereits im neu angebrochenen Jahrhundert, also ab dem Jahre 801, bildete sich eine dauerhafte christliche Gegenbewegung im islamischen Kleinreich der Emire in Cordoba. In dieser Zeit war Karl der Große auch zum Kaiser ernannt worden, oder besser ließ sich so ernennen, und verhinderte lange Zeit eine schnelle Fortbewegung gegen Norden. Er konnte seinen Sohn sogar in Barcelona stationieren. Kurz zuvor hatte sich auch ein Begriff vermehrt verbreitet, Reconquista, also Wiedereroberung. Mit anderen Worten, anders als die muslimischen Geschichtstraditionen heute erzählen und von einigen reichlich beschränkten möchtigen Historikern bzw. Theologen wiedergegeben werden, sahen einige Spanier die Muslime sehr wohl als Besatzer und Eindringlinge.
Aber man kann sagen, dass diese Zeit auch die Geburtsstunde Portugals war. Denn Westspanien soll interessanterweise nur spärlich besiedelt gewesen sein und wurde nun von den aus Zentral- und Südostspaniens Vertriebenen in Beschlag genommen. Die arabischen Herrscher schienen auch nur wenig davon zu halten, diese Gebiete zu erobern, warum auch immer. Somit konnte sich langsam eine neue Identität in Westspanien bilden. Zwangskonversionen soll es aber nicht allzu häufig gegeben haben in Al-Andalus. Man ließ den Christen und Juden ihren Glauben praktizieren und dies auch in der Öffentlichkeit. Allerdings hieß das nicht, dass die Heiden, so gesehen von den Muslimen, alles machen konnten, was deren Religion ihnen gebietet. So kamen dann auch Mitte des 9. Jahrhunderts fast 50 Christen in den Genuss des Todes, da sie den Propheten lästerlich beleidigten. Diese Rebellen, die so den Tod fanden, betrachteten sich als Märtyrer ihres Glaubens. Hauptgrund für diese Art des Sterbens soll eine massenhafte Konversion der Bevölkerung zum Islam gewesen sein in dieser Zeit. Denn Muslim zu sein hatte finanzielle Vorteile. Genaue Zahlen sind nicht bekannt, aber es war schon vorher bekannt, dass die Jizya, also die Besteuerung von Christen und Juden, höher ausfiel als die Glaubensabgabe der Muslime. Nachdem sich aber die Konversionsphase der Menschen nun als beendet sah, verschwanden auch diese Märtyrertote. Man hatte sich quasi im... Ja, hallo. Also du musst... Ich ganz kurz, bevor ich mich verabschiede, zwei Sachen möchte ich anbringen. Wenn jemand das nachlesen will, es gibt mittlerweile immer mehr Historiker, die das belegen, die auch die ganzen Dokumente ausgraben. Da gibt es einmal den Emmett Scott und zum anderen jetzt neu die Olivia Constable, geschrieben Constable mit C vorne. Und die gehen jetzt in diese ganzen Dokumente und die ganzen Manuskripte rein und gucken Schritt für Schritt nach, was jetzt eigentlich wo geschehen ist. Und da kann man das wunderbar nachlegen. Also Scott und Constable, die beiden Historiker, machen da jetzt schlagen ganz neue Wege ein. Und die werden, Emmett Scott. Also E-M-M-E-T, genau, Scott, und dann die andere, und die Dame heißt Olivia Constable, genau. Und die beiden, die mischen das jetzt ein bisschen auf und gehen halt auf Fakten zurück und nicht auf Emotionen. Ganz kurz, Emilia Constable. Olivia. Olivia. Ich habe es noch eingeblendet hier, damit das im Video ich danke mir. Bleibt. Ich wünsche euch noch was. Dann viel Spaß bei deinem... Ja, du weißt schon was. Viel Spaß. Genau, wo war ich? Also wie gesagt, diese Märtyrertote, die verschwanden dann mit der gesamthaften, großart angelegten Konversionsphase. Damit waren aber die Konfrontationen nicht beendet, denn nun trat ein Umar ibn Hafsun ins Rampenlicht. Er soll ein einheimischer Spanier gewesen sein, der zum Islam konvertierte, aber nur wenig vom Emir in Córdoba hielt, also Herrscher in Córdoba hielt. Muslime schmücken sich ja mit den friedlichen und über ganz Spanien ausgebreiteten Islam, also mit diesem Mythos, dass alles ohne Probleme vonstatten ging. Tatsächlich war es aber wohl eher so, dass nur Córdoba dauerhaft unter islamischen Herrschaft betrachtet werden konnte, also wirklich nur diese Stadt. Alles drumherum schien sich permanent in Kämpfen, Intrigen, Machtverschiebungen, Scharmützeln und generell halt in Kriegen zu befinden. Der Umar ibn Hafsun zeigte aber auch, dass in Córdoba selber Frieden nur ein relativer Begriff war. Ibn Hafsun hatte seine Festung nördlich, nahe Malaga. Das ist so etwa 100 Kilometer nordwestlich von Córdoba. Vielleicht noch ein bisschen höher. Offenbar war sein Ziel, die umayyadischen Herrscher in Córdoba zu entthronen, also komplett. Er wiegelte das Volk ständig gegen die arabische und maurische Besatzer auf. Zwar stand er neben den Auseinandersetzungen mit dem Emir von Córdoba auch immer wieder in diplomatischen Beziehungen zum Frankenreich
und den Aglabiden in Nordafrika und sogar zu den Abbasiden in Bagdad. Das hinderte ihn nicht daran, immer wieder kriegerisch tätig zu sein gegen die Umayyaden auf dem Felde und diese auf dem Felde zu demütigen. Das ja formell zum Kalifen, zum Kalifat der Abbasiden gehört. Also dieses Emirat von Cordoba gehört, hat sich quasi ja untergeordnet zum Kalifat in Bagdad. Anfangs. Später sieht das dann wieder anders aus. Umar ibn Hafsun konnte sich Zeit seines Lebens immer gegen den Emir behaupten, bis dann Abd al-Rahman III. Auf den Plan trat und nun erneut das Kalifat ausrief und damit in direkter Konkurrenz zu den Abbasiden im Irak stand. Ibn Hafsun war nicht mehr der Jüngste und ergab sich diesem neuen Herrscher in Cordoba. Mit Abd al-Rahman III. Begann nun das neue Kalifat von Cordoba aus. Und das schauen wir uns dann nächstes Mal genauer an, weil das ist wieder so eine kleine Epoche, die dann ein bisschen länger geht. Ja, und das war es geschichtsstundemäßig. Das war sehr leicht, sehr kurz. Ich hoffe, das ist so eine kleine Wiedereinführung in die Geschichte von Al-Andalus. Und nächstes Mal, wie gesagt, schauen wir uns die neuen konfrontierenden zwei Kalifate von Bagdad gegen Cordoba mehr oder weniger so an. Dann kommen wir eigentlich nur noch zum Hadith der Woche. Oh, darf ich heute mal? Willst du Prophet spielen, meinst du? Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal 51. 51, hast du keine höheren Ziele. No, so. Klein anfangen, meinst du? Auf jeden Fall, also muss ich hocharbeiten. 51 merke ich, klicke auf Generieren. Nicht ganz. Na. Dich hat also auch kein Allah gewählt. Naja, ich habe ja auch nicht ihn gewählt. Ich kann es irgendwie verstehen. Beruht auf gegenseitiger Abneigung. Ja, auf jeden Fall. Was haben wir da Schönes? Seite 130 aus dem Kapitel Die Gebetszeiten. Ganz wichtig. Da muss ich jetzt gut zuhören. Jesus, wenn du reinkommst und nicht irgendein Thema hast, können wir auch weitermachen. Ich habe ja schon Zeit. Und wenn der Dirk noch was reden will, habe ich auch nichts dagegen. Klar, nur weil unser Formel 1 Heini weg ist, muss man die Sendung nicht gleich abwürgen. Irgendwas zuerst mal zum Hadith. Über das Judentum könnte man auch ein bisschen reden. Darüber habe ich beispielsweise überhaupt keine Ahnung. Ja, er ist schon dreimal auf jeden Fall in der Sendung gewesen und zweimal hat er ein bisschen über das Judentum geredet. Erinnere ich mich. Ich habe das vorletzte Woche mal angehört. Das fand ich sehr interessant, weil, hat mich wie dieses also, Juice. Na, ist egal. Er versucht reinzukommen und unser geldgeile Jude kommt rein. Auf jeden Fall. Eine riesige Nase muss der Mann haben. Zurück zum Hadith. Wie gesagt, aus dem Kapitel Die Gebetszeiten. Vor dem Nachtgebet sollte man nicht schlafen. Oh Mann. Abu Barsa berichtet, der Gesandte Gottes verabscheute es, vor dem Nachtgebet zu schlafen und sich nach diesem Gebet mit anderen zu unterhalten. Ja, das war der ganze Hadith. Das werde ich mir direkt notieren und ganz groß im Zimmer aufhängen. Und das auf jeden Fall merke. Ich versuche jetzt einmal Moralisches daraus herzuziehen. Was genau will mir der Hadith sagen? Der Gesandte verabscheute es, vor dem Nachtgebet zu schlafen und sich danach diesem Gebet mit anderen zu unterhalten. Letztendlich wird es ja heißen, dass alle Spanier Sünder sind, weil die Siesta halten. Naja, wann ist die Siesta genau? Ich wollte es ja auch abschaffen, ja, weil die irgendwie keine Lust mehr drauf haben, aber. Weil die Siesta ist, glaube ich, also nach dem Mittag von. Ja, schon, aber es ist theoretisch vor dem Nachtgebet. Es ist weit davor, aber trotzdem. Ja, aber es gibt ja noch ein Gebet am Abend, bevor das Nachtgebet kommt. Ach so, ja, ganz wichtig. Weil dann kannst du die Fiesta eben schon immer noch abhalten. Ach, das ist gut. Falls ein Muslim zu dir kommt, ja, dann kannst du direkt sagen.
Ja. Nein, es kommt halt darauf an, wo du ja lebst auf dem Planeten, weil Globus und so und heller Ja, und auf jeden dunkler Fall. und. Ja, stimmt schon. Island hast du echt ein Problem. Wenn du dann Spanier bist und Fiesta abhalten willst und oder vielleicht kannst du es Fiesta abhalten und dann kannst du trotzdem später noch das Abendgebet abhalten und dann das Nachtgebet. Also du bist dann ausgeruht etc. Ja, So, ja. unser Jude ist hier. Hallo, hallo Jude.